Hallo, hier ist die Anja, zusammen heute mit der Iris und dem Pippo Merlino. Wir sind gerade auf Schloss Hohenfels im Grünen Salon und ich freue mich wahnsinnig, dass die Iris und der Pippo nächstes Jahr auf der Von der Venus mit Liebe-Konferenz dabei sind. Und der Plan ist jetzt, dass ich nach und nach alle, die dabei sind und die sich beteiligen als Sprecher, als Workshopgeber, als Musiker oder wie, in welcher Weise auch immer, dass ich sie nach und nach vorstelle und ihnen die Möglichkeit gebe, auch ihr Programm und was sie vorhaben und sich selbst euch zu zeigen, damit ihr ein gutes Gefühl dafür bekommt, warum es sich wirklich lohnt, auf dieser Konferenz, auf diesem Kongress dabei zu sein. Iris und Pippo sind im deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten sehr bekannt. Iris hat damals wundervolle Kartensets gemalt. Viele kennen die noch, die Engelkarten und die Meisterkarten. Die sind die Naturwesen, genau. Und der Pippo, der macht schon lange Musik, da gibt es viele CDs. Und genau. Und ich habe ja auch eine Kostprobe vorhin aufgenommen, die lade ich auch noch hoch. Und jetzt möchte ich erstmal die beiden zu Wort kommen lassen und euch bitten, euch selbst ein bisschen vorzustellen, bevor wir dann auch ein wenig über das Programm sprechen und was sie nächstes Jahr vom 4. bis 7. Juli selbst beitragen auf diesem Event. Also erzählt mal ein bisschen was über euch, bitte. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Und vor allen Dingen, was mich ja am meisten interessiert, warum seid ihr so doch so spontan auch meiner Einladung gefolgt, nächstes Jahr auf dieser Von der Venus mit Liebe-Konferenz dabei zu sein? Ja, erstmal vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung hier. Und ja, du hattest ja... Der Impuls kam ja von deiner Seite aus. Wir kennen uns ja schon seit über, ich glaube, 13 Jahren. Und ja, es geht darum, dass wir eben, wie du auch schon gesagt hast, seit vielen, vielen Jahren mit der Energie der Engel, aufgestiegenen Meistern und auch der Lichttempel verbunden sind. Und so vom Hintergrund geht es auch darum, die Venus-Energie ist ja auch die Energie des Herzens und es gibt ja auch eine Geschichte von der Erde, dass Shambhala, diese berühmte Lichtstätte, ist ja eigentlich die älteste Lichtstätte der Erde, die wurde eigentlich von einem Venusier erschaffen, ja. Sozusagen. Also Sanat Kumara und Lady Venus, das sind die beiden großen Meister, die von der Venus kamen und die quasi damals vor vielen, 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 vielen Jahrtausenden quasi die Erde gerettet haben, weil sie eigentlich vor der Auflösung stand, weil sie so niedrig schwang. Und Sanat Kumara hat es sich so zum Auftrag gemacht, dass er so lange auf der Erde verbleibt, also auch mit Helfern, bis die Erde wieder eine gewisse Schwingung hat, um wieder weiter selbstständig bestehen zu können. Und das ist ja auch so ein Fundament von der Sieben-Strahlen-Lehre und auch der aufgestiegenen Meister und Engelwesen. Es ist ein ganz großes Geflecht von hochschwingenden Lichtwesen, die hier auf der Erde wirken und um die Erde herum. Und ja, das ist so unser Hintergrund. Und mein Mann und ich, wir kennen uns jetzt seit 34 Jahren, sind auch schon so lange ein Paar und wir sind verheiratet. Genau. Und wir haben 7 Jahre lang diese Schulung gehabt, eben auch die ganzen energetischen Felder zu spüren und uns mit Heilenergie zu beschäftigen, also auch mit diesem ganzen Farbspektrum, einfach die Energie von den himmlischen Reichen auf die Erde zu bringen. Also da sehen wir uns so als Vermittler zwischen Himmel und Erde. Und als wir dann telefonierten, Anja, als wir beiden sprachen, da war auch sofort, gingen so die Türen in uns auf, wo wir gesagt haben, okay, also das machen wir, das machen wir, das machen wir. Also das mussten wir uns gar nicht erst groß überlegen, sondern es war sofort präsent, weil vom Hintergrund her, wir können da so viel anbieten,
man kann bei der Konferenz gerade morgens früh, ja, wenn man sich noch so ein bisschen vor dem Frühstück vorbereiten möchte für den Tag, ist ja auch eine sehr energetische Form für nicht nur für den physischen Körper, auch für alle energetischen Körper. Und man kann den Tag beginnen mit einer schönen Kundalini-Yoga-Stunde und da kann man ganz viel mit Herzöffnung arbeiten und eben auch um diese ganzen Kanäle frei zu machen, auch über den Körper, über die Meditation. Und es war auch sofort im Feld, dass man so eine sogenannte Venus-Kriya gibt es ja auch. Das ist eine Kundalini-Yoga-Form, wo quasi immer zwei Menschen gegenüber sitzen und miteinander Yoga praktizieren. Und das kommt so auch aus dem weißen Tantra. Das ist eine Form, wo man Energien verwebt, wo man sich auf einer ganz hochgeistigen Form miteinander verbindet und eben auch diese Herzenergie miteinander verknüpft. Und das ist so der eine Teil, wo man morgens so in den Tag startet, um sich auch zu öffnen und vorzubereiten für das, was dann auch an tollen Energien kommt, auch von den anderen Referenten. Und dann gibt es ja Workshops, wo einmal eben diese Geschichte von Shambhala erklärt wird, wo man auch so ein bisschen den Hintergrund erfährt von der Lehre der sieben Strahlen, von der Entstehung der Erde, also von der spirituellen Sicht her. Und dann machen wir auch eine Seelenreise nach Shambhala und auch eine Seelenreise nach der Venus, also zur Venus. Und das wird einfach eine ganz wunderschöne, runde Sache werden. Und ja, so ein ganz großer Part wird sein, wo wir beide bedienen. Das heißt, wir werden das Eröffnungskonzert gestalten und auch während der einzelnen Workshops und auch der Yogastunde wird mein Mann dann auch mit Handpan begleiten und verschiedenen hochschwingenden Instrumenten, genau, und dann werden wir natürlich auch zum Abschluss auch nochmal Konzert geben und diese Musikform, die wir wählen, das ist also einmal von meiner Seite her, ich habe mich auch sehr mit beschäftigt mit Kundalini-Yoga-Mantren oder überhaupt mit Mantren, aber auch das, was das jetzt intuitiv nennen oder gechannelt, das mag jeder sich selber erfüllen, wie er das bezeichnen mag. Ich möchte es jetzt auch gar nicht festlegen. Also auf jeden Fall kommen da also durch mich dann auch Klänge, die gemeinsam mit seinen Instrumenten dann einfach auch Räume öffnen, energetische Räume öffnen, Herzen öffnen und auch die Menschen einfach nicht nur vorbereiten auf den Empfang von hohen Lichtenergien, sondern auch wirklich direkt transportieren. Und ja, vom Hintergrund her, genau, war ja auch so, wie du schon erwähnt hast, dass mein Start in die Außenwelt der Spiritualität begann ja schon im Jahr 2000 mit den drei Kartensets, die da entstanden sind innerhalb von 2 Jahren: die lichte Kraft der Engel, Gegenwart der Meister und im Reich der Naturgeister. Und ja, dann ging es weiter. Dann habe ich ein eigenes Buch geschrieben und illustriert. Das ist Reisen zu den Tempeln des Lichtes. Also da ist dann auch zum Beispiel Shambhala mit dabei und dann auch immer Bilder, wie ich eben die Energien der verschiedenen Lichttempel eben wahrgenommen habe. Und dann ist noch ein Göttinnen-Orakel-Kartenset entstanden, wo ich auch die Bilder gemacht habe. Und dann gibt es ja noch die Karten der Selbsterkenntnis. Mhm. Und dann muss man ja auch sagen, darüber haben wir uns ja kennengelernt. Ja. Weil Anja hatte Ich habe das Layout gemacht. Mhm. Genau, ich habe die Bilder gebracht und Anja hat es wunderschön gesetzt. Und wir haben uns auch da schon sehr gut verstanden. Ja. Und es schwang schon auf einer sehr guten Ebene. Und ja, wie heißt das schön, Moment ist ja auch so eine Zeit, wo es gab viele Trennungen, also was nicht mehr gepasst hat, wurde ja gelöst. Ja, das war ja auch so gerade die letzten 3 Jahre war das ja sehr intensiv im Feld, dass Verbindungen, die nicht wirklich auf Liebe basiert haben und nicht auf der Wahrheit, dass die sich lösen und trennen, ja. Und dass die Seelenfamilie, die Lichtfamilie, dass die
entweder wieder zusammenfinden, dass die, wenn sie sich auch schon kennengelernt haben hier auf der Erde, dass sie wieder zusammenkommen oder sich einfach neu finden. Ja, ja, also, und das ist auch so ein Punkt, wo ich merke, dass auf dieser Konferenz, also das kriege ich ja, ja genau, ich auch, das wird einfach so ein Magnet sein für diese vielen, vielen Menschen, die so aus dem Herzen heraus handeln und die hochspirituell sind und sich öffnen und auch, ich glaube, da geht es auch sehr viel um Heilung und was ich ja auch so schön finde, dass du auch gesagt hast, so, es wird auch so eine Verbindung sein zwischen dem männlichen und den weiblichen Kräften und es ist ja so wichtig, dass wir einfach das Männliche und Weibliche heilen und aber auch natürlich das Männliche und Weibliche in uns, was ja jeder Mensch hat ja männliche und weibliche Teile und die dürfen balanciert sein und vor allem geheilt sein und wenn wir in uns heil sind, werden wir ja auch in unseren Beziehungen heil, ja, und das ist einfach so die nick. Das ist einfach so das, wo wir einfach spüren, das ist so ja einfach so ein Geschenk, ja, dass es so zusammenkommen kann. Und wir sind ja jetzt hier, wir haben jetzt Oktober 23 und wir hatten so diesen Impuls, dass wir uns gerne einmal wieder treffen wollten und wir natürlich auch sehr neugierig hier auf Hohenfels waren, dass wir das Schloss mal angucken können. Und wir sind ja hier genau im grünen Salon und es ist ein wunderschöner Platz, schön in der Natur eingebettet, auf einem Berg. Es ist also einfach auch ein Traum, hier sein zu können. Und ich glaube, auch im Sommer hat es hier nochmal einen ganz besonderen Zauber. Und also auch die Natur ist so reich und wertvoll, so einfach zu spüren. Und hier ist eine absolute Stille und ja, also einfach perfekt für das, was wir da vorhaben. Und ich bin schon sehr gespannt, weil ja da alles so zusammenkommt. Und ich bin mir aber sicher, das wird ganz, ganz toll. Ach, danke, Iris. Ja, damit wir hier auch noch ein bisschen wenigstens für die männlich-weiblich Balance sorgen. Genau, das muss man mal jetzt sein Part also erzählen, der Musiker. Erzähl mal ein bisschen was über dich noch und warum du auch für dich das Gefühl hast, du findest das schön, dabei zu sein. Ja, weil als Mann, ne, und Frau musst du dabei sein, um das zu erzeugen. Ja. Was? Diese liebesvoll, ich meine, es gibt auch sonst keine Tier. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr riesig. Wir haben ja vorhin jetzt ein kleines Video gemacht mit dieser Endpen und ganz neue Klangschale aus Kristall. Da wird nächstes Jahr, wenn wir da sind, wird auch diese aus Glas so Klangrohr sein. Aus Kupfer und Messingklangschale, Sansola, Sushi, also diese Kombi mit dem Synthesizer. Wir werden dann sehen, also ich bin sehr, sehr schon und aufgeregt, wie schön das sein wird. Die Energie, das ist schon da. Und davon abgesehen, ich habe auch was mitgebracht. Das ist Regenbogenlichter. Das ist, diese CD ist im Pranahaus. Das ist eine von meinen Lieblings-CDs. Und auf der zweiten Melodie, weil wir haben schon gemeinsam das schon angehört. Und da hat unsere Freundin Anja gemeint, der zweite ist ja ganz besonders schön, weil fast zu Schluss, die letzten 3 Minuten, du hast das Gefühl, du schwebst in dem Himmel und in diese Tausende und Millionen von Sternen, wo auch der Venus auch da ist. Und, aber ich muss für mich auch selbst sagen, wenn ich das höre, gehe ich ja immer noch, heute noch, sehr Gänsehaut und da kommen mir jedes Mal die Tränen. Ja, zu meiner Musik dazu, ich möchte das seit Jahrzehnten, wo ich immer wieder das praktiziere, also auf jeden Fall, ich habe keine Musik studiert, ich bin so, wie ich bin und ich denke, das, was ich oder wir bis jetzt gezaubert haben, das ist göttlich und der tut mich auch selbst heilen, aber meine Ziele daran ist es, ich möchte, was der ganze Welt erfährt, wenn wir Musik machen. Es geht nicht um die Melodie oder diese Komposition,
Das geht für mich persönlich, etwas zu erzeugen, wo der Mensch dann hört, diese Klänge oder die Schwingung, damit er sich selbst ein Bild machen kann, damit er eventuell durch Meditation seine eigene Melodie hört. Und wenn das derjenige schafft, kann man den Menschen nicht mehr manipulieren. Das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel. Das ist wirklich mein Ziel. Ja, aber ich habe mit Musik angefangen als Kind, weil ich komme ursprünglich aus tiefsten Sizilien. Und meine Mutter hat eine Trommel gehabt aus Papier, aus der dicken Mappe. Das hat er damals geheißen. So Waschmittel. Und da als Kind in der Wald, weil wir hatten sehr viel Wald, da habe ich da getrommelt. Und da habe ich mit den Geistern, für die Geister getrommelt. Und wenn es ja so weit war, und weil ich ja ziemlich alleine war mit der Natur, wir hatten mehrere Bäume, die waren ja über 300 Jahre alt, Olivenbäume, und die waren innen drin wohl, aber noch lebendig, und das war mein Zuhause. Das war mein Zuhause. Ja, und was soll ich sonst noch sagen? Meine Frau hat ja alles gesagt, und ich freue mich schon. In deiner Bescheidenheit hast du ganz vergessen, dass es nicht die einzige CD ist. Also ja, das stimmt. Das sind, guck dir mal da dran aus, es sind noch sehr, sehr viele. Genau. Sehr also viele. Im Ursprung hast du ja bei Aquarius Silencio, ich glaube es waren 7 oder 8 CDs gemacht. Acht. Genau, so. Und jetzt bei Pranahaus, das ist jetzt die neueste. Ja, Regenbogenlichter. Und da gibt es aber auch inzwischen schon auch 7, glaube ich. Ja, ne? Ja, genau. Also das sind... Einfach in die Schauen. Also aber ich werde sie einblenden und ich werde auch die Links natürlich auf die Homepage tun, damit ihr da reinhören Proben, könnt. Da kann man mal sich einen Eindruck verschaffen über die Musik. Auf jeden Fall, ich freue mich am euch alle, das wird schön, das wird richtig klasse. So was braucht die Welt, damit wirklich hier die Tempel wird und damit wirklich weltweit geht. Danke. Jeder Einzelne von uns kann nur profitieren. Genau. Wir atmen alle die gleiche Luft. Genau, und jeder Mensch ist ein Baustein. Unser Blut ist rot, nicht vergessen. Genau. Unser Blut ist rot. Ja. Bei jedem. Danke. Ich danke dir, ich danke euch beiden. Ich habe noch eine abschließende, ganz kurze Bitte an dich. Ja. Würdest du eine kurze Einladung noch auf Italienisch sprechen? Oh. Jetzt habe ich ihn spontan erwischt. Ja. Komm, vielleicht kommen ja auch ein paar Menschen aus Italien angereist oder manche können Italienisch und freuen sich. Wir sind schließlich eine internationale planetarische Aufstiegskonferenz. Mhm. Von der Venus mit Liebe-Konferenz auf Schloss Hohenfels nächstes Jahr im Juli. Oh komm, kannst du kein Italienisch machen? Doch. Che cosa devo dire? Io, Italienisch ist immer mit sehr viel Emotion verbunden. Ja, bitte, bitte. A tutti gli italiani del mondo, dove che siete pure in Germania oppure dall'Italia, venite qui, che è un posto magico, è veramente un posto magico. Ok? Tanti auguri, ciao. Un bacione a tutti. Grazie. Vi aspetto qui, eh? Ok, basta. Dankeschön, grazie. Das ist das einzige italienische Wort, das ich kenne. Adesso sono tanto emozionato, mi scusate. Emotionale verstehen wir auch noch. Also, bis bald. Ich danke euch. Tschüss.